Je mehr mit Gefühl ihr es macht, desto mehr Kontrolle habt ihr, seht ihr? Willkommen zum Riffle Fan Tutorial. Erstmal ein Riesendank an Dimitri Allery für das Currency Touch Deck und er ist der Creator von Riffle Fan. Er hat Riffle Fan zum ersten Mal im Jahr 2011 performt. Dieser Move gibt es auch auf Theory 11 zu kaufen in DVD Monument. Empfehle ich auf jeden Fall jeden, der mit Currency anfängt. Ich habe ihn damals schon auf der Currency Con 2016 getroffen und es ist ein wirklich cooler Dude. Und da so viele von euch gefragt haben, wie dieser Riffle Fan funktioniert, dass ich mein Move ist, würde ich ungern ohne Erlaubnis ein Tutorial drüber machen. Das habe ich auch allen geschrieben und allen geantwortet. Gute Nachrichten, denn ich habe Dimitri angeschrieben und er hat es mir erlaubt. Heißt, es gibt jetzt ein ausführliches Tutorial in Deutsch hier, genau jetzt. Für dieses Tutorial hier benutze ich das Origin Deck von Currency Touch. Und, als Ehre benutze ich ihn jetzt einfach für euch und demonstriere gleich, wie das aussieht. Das ist ein Deck nur für Currency gemacht. Ihr seht hier, es gibt keine Faces, sondern die sind alle gleich. Ja? Und let's go. Wir starten im Dealer's Grip und wir nehmen die rechte Hand, je nachdem, wenn ihr Linkshänder seid, die andere Hand. Nehmt das Deck mit den drei Fingern hier, Pinky, Ring, Mittelfinger, vorne, euer Daumen, ist ganz hinten in der Ecke und euer Indexfinger unterstützt diese Seite hier des Decks für Stabilität und dass es für Druck gleichmäßiger wird. So, in diese Position fangt ihr an. Eure linke Hand, jetzt gibt es zwei Methoden. Ich sehe welche, die machen das mit den Daumen. Es gibt hier einen Sweet Spot und es wird hier markiert, das zeige ich euch gerade in meinen Fingern. Von der Mitte aus bis zum Mittelfinger. Da gibt es diesen Spielraum, je nachdem, wo ihr euer Finger ansetzt, also mit der linken Hand, verändert sich der Riffle Fan. Ich demonstriere euch mal kurz, wie es aussieht, wenn ich von hier starte, mit meinen Indexfingern. Ihr bleibt konstant gleich. Diese Hand darf ich nicht verändern. Was sich verändert, ist die Bewegung von eurer rechten Hand. Ihr füllt ein Dribble aus. Wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich. Es sieht ungefähr so aus. Also der war nicht so ganz sauber. Normalerweise kriegt ihr auch den 360 hin. So sieht ungefähr der Riffle Fan aus. Und je nachdem, also ihr müsst halt euer eigenes Sweet Spot finden. Ja? An diese Stelle, wo ihr am besten findet. Das kann auch in der Mitte sein oder ganz hinten. Je nachdem, wie ihr es am besten findet. So, das war mit den Indexfinger. Der Daumen hat, also das kann, persönlich bin ich nicht so gut mit dem Daumen, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ihr seht, es ist immer anders, ja? Also mit den Indexfinger sitzt man hier an. Mein Sweet Spot ist ungefähr genau hier. Und ich setze meinen Indexfinger an und drehe dann damit die Karten, ja? Nochmal. Wie ihr Card dribbelt, gibt es ganz viele Tutorials auf YouTube und ich möchte jetzt nicht so ausführlich darüber eingehen, weil sonst verschwenden wir zu viel Zeit. Also ich zeige euch ganz kurz, es ist komplett die gleiche Position, wo ich von Anfang an gesagt habe. Drei Finger hier, Indexfinger in der Mitte, um den Druck auszugleichen. Hier der Daumen, ja. Was ihr macht, ihr zieht mit dem Daumen nach oben und lasst einzeln die Karten fallen, ja. Mit eurem Indexfinger drückt ihr leicht dagegen, gegen den Daumen, ja? Also der Daumen geht nach oben, Indexfinger geht leicht nach unten. Und so fallen langsam die Karten runter, ja? Und ihr macht diese Bewegung hier. Ihr geht langsam auf. Diese drei Finger hier unterstützen diese Bewegung. Seht ihr, wie die langsam aufgehen? Und so holt ihr das Maximale raus von den Dribble. Je besser euer Dribble ist, desto größer und fließender sieht euer Riffle Fan aus. Fingernagel hier ansetzen, leicht versetzt, dribbeln und die Karten sollten dann hier langsam rauskommen. So, nochmal kurzer Recap. Ihr wisst jetzt, wie man dribbelt und ihr wisst, welche Finger für euch am besten sind. Indexfinger oder Daumen. Je nachdem müsst ihr euch entscheiden, wie ihr das ungefähr ansetzt. Ich nehme jetzt persönlich den Indexfinger. Viele machen den Fehler, indem sie
das Deck, weil sie zu wenig Schwung haben, hier ansetzen und dann nach vorne gehen beim Dribbeln. Und das sieht dann so aus. Ne? Klar, das geht, aber Dimitri sagt selbst, das ist nicht Sinn der Sache von dem Move. Sinn dieses Moves ist, ohne große Bewegung einen großen Riffle-Fan zu produzieren. Deswegen setzt ihr das ungefähr so gerade, als würde ich es gerade aufheben, von Leader Script aus. Und geht ein bisschen nach vorne. Nur ein bisschen. Und dribbelt in die Karten. Die meisten Leute, die haben das Problem, dass die Karten hier nicht mehr weiter nach vorne gehen. Das wird kein 360. Das liegt daran, dass hier die Finger, nicht diese drei Finger hier, die vorne am Deck sind, nicht aufgehen. Heißt, ihr bleibt in dieser Position und wenn man drippelt, bleibt es hier stecken. Was man macht ist, ihr drippelt die Karten. Sobald ihr hier seid, hier, öffnet ihr langsam eure drei Finger, damit hier mehr Platz ist, wo die Karten rübergehen können, ohne Widerstand. Ich habe schon ein älteres Deck, deswegen klebt es hier noch ein bisschen. Sorry dafür. Ihr möchtet schon ein bisschen Druck ausüben. Hier. Und dann aber nicht so viel, dass die Karten direkt rausfliegen. Ne? Bei mir war es anfangs so, dass ich einfach zu viel Druck hatte beim Dribble, dass die Karten instant rausgeflogen sind. Also direkt, als ich hier war, sind die halt komplett rausgeflogen. Und das verhindert ihr, indem ihr von Anfang an ganz leicht dribbelt und wirklich die Karten von selbst gleiten lässt, ja? Lasst die Gravitation für euch arbeiten. Das wird dann funktionieren. Es wird ein bisschen frustrierend sein am Anfang, aber glaubt mir, nach einigen Wochen, wenn ihr es trainiert, immer wenn ihr Langeweile habt, funktioniert es einwandfrei und ihr könnt es eigentlich ununterbrochen machen. Ich versuche jetzt ein anderes Deck zu nehmen, damit ihr auch sehen kann, wie es aussieht mit einem neuen Deck. So, das ist jetzt ein neues Deck von meinem Kumpel Lukas. Grüße an dich. Je mehr Druck ihr ausübt, desto weniger Kontrolle habt ihr über den Riffle-Fan. Heißt, je mehr mit Gefühl ihr es macht, desto mehr Kontrolle habt ihr, seht ihr? Und so habt ihr auch einen 360 Riffle-Fan raus. Über nice, Bro. Geheimnis auch vom Riffle-Fan ist, finde ich, mein persönlicher Tipp an euch, Ruhe bleiben, ja? Nicht panisch werden, wenn es nicht funktioniert. Versucht es immer wieder ganz entspannt zu machen und ihr seht, es funktioniert von alleine dann. Dribble Position, Indexfinger hoch, Fingernagel ansetzen, hier in Sweet Spot. Leicht anwinkeln, aber nicht zu krass. Ganz leicht anwinkeln. Während ihr drippelt, nach oben gehen, ja? Wieder nach oben gehen, weil sonst, wenn ihr so in dieser Position bleibt, fallen alle Karten runter. So, leicht angewinkelt lassen. Während ihr drippelt, die Karten hochziehen. Linke Hand nicht bewegen, schönen Fingernagel am Sweet Spot, auf gar keinen Fall an der Haut ansetzen, weil dann ist die Reibung so stark, dass der Fan sich nicht weiter bewegt. Ja? Schöne glatte Fläche, also euer Fingernagel, ansetzen, dribbeln und dann kommt der Fan von allein. Legt auf jeden Fall viel Wert auf euren Dribble und die Kontrolle während des Dribblens, ja? Wenn ihr euer linke Hand den Finger hier ansetzt. Schön gleichmäßig bleiben, nicht zu doll und auch nicht zu wenig Druck. Ihr könnt auch den Riffle-Fan üben, indem ihr das dribbelt. Aber von der Seite aus dribbelt, okay? So hier. Das Dribbeln könnt ihr so üben und perfektionieren, ja? Bei Riffle-Fan wird dann auch besser aussehen, wenn ihr den Dribble so beherrscht, dass wirklich jede einzelne Karte nacheinander rauskommt und nicht zwei oder drei gleichzeitig. Und dann könnt ihr auch euer Indexfinger hier ansetzen. Das kann Dimitri, ich kann es leider nicht. Hier Druck ausüben und dass er so nach oben geht. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so. Upsala, ulala. Dimitri schafft es von hier, den Riffle-Fan zu machen, dass der von hier so nach oben geht. Ein wichtiger Tipp von Dimitri ist auch, dass wenn ihr diesen Riffle-Fan ausgefüllt habt, lasst eure rechte Hand dort, wo sie ist. Mit eurem Daumen haltet ihr und die unteren Finger natürlich auch das Deck fest. Und ihr geht leicht über die Karten rüber und reviert so gesagt den Riffle-Fan. Das gibt das Ganze noch einen wunderschönen Touch, finde ich. Und da hat er auf jeden Fall recht. Denn am Anfang sieht man ja wenig von dem Fan. Und durch diese Handbewegung betont ihr nochmal diese schönen Fächer. Und als Closer könnt ihr eure Finger hier nehmen, hier ansetzen und zurückdrehen. Boom, die gehen dann so zu und es gibt noch einen schönen
schönen Effekt, wenn ihr die zumachen wollt. Hier ansetzen und zudrehen. Und schnell sieht es natürlich besser aus. Alternativ kann man das auch einhändig so zeigen und einhändig wieder zurückziehen. Sieht dann so aus. So, halten, rauskommen, ne? Und schließen. Schaut auf jeden Fall sein Video an. Er hat nämlich auch ein Drift-Fan-Tutorial auf Englisch, aber auf seinen Kanal hochgeladen. Und die Links sind unten in der Beschreibung auch vom Deck. Da seht ihr noch, wie er den Riffle-Fan einen beibringt. Und ja, wie gesagt, aber es ist leider auf Englisch. Falls ihr es nicht versteht, wenn nicht, befolgt einfach seine Finger, wie er die hier positioniert. Und ihr seht dann selbst, dass er selbst, jeder macht das ein bisschen anders. Aber von ihnen könnt ihr es halt auch nochmal richtig lernen, wenn ihr noch mehr oder meine Tipps euch nicht geholfen haben. Schaut gerne bei ihm nochmal vorbei. Die Links sind alle unten in der Beschreibung von seinem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke an alle, die dieses Video bis hier geschaut haben. Und ich hoffe, mein Riffle-Fan-Tutorial hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann gebt mir das Video einen Daumen nach oben. Es würde mir extrem viel helfen. Und ich sehe dann, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und je nachdem nehme ich mir die Zeit und drehe das nächste Tutorial für euch. Folgt SomniumCards auf Instagram. Falls ihr mehr von mir sehen wollt und ich nicht auf YouTube so aktiv bin, schaut auf mein Instagram vorbei. Wenn da bin, poste ich fast jeden Tag etwas. Der Link ist ebenfalls unten. Danke an Matthias Berger hinter der Kamera. Der hat reife Arbeit geleistet und er hat mir auch beim letzten Video sehr gut geholfen. Checkt es unbedingt aus, checkt sein Instagram aus, seinen YouTube-Kanal, alles unten in der Beschreibung. Und dann, ja, Team High, Team Somnium, wir sehen uns.